Södele. Jetzt muss ich natürlich Anweisungen geben. Das ist ein bisschen problematisch hier. Also, hier haben wir es schon hingekriegt. Es sieht natürlich total murksig aus, weil ich dachte eigentlich, ich könnte vorne die ganzen Schubladen, könnte ich dann einwandfrei hinkriegen. Aber es backt immer noch so ein bisschen von dem anderen Rest von dieser Arbeitsplatte halt das alles so ein bisschen durch. Allerdings sieht es halt von hinten besser aus, wenn das Ding weiter hinten steht. Also es ist eine schräge Mischung. Also es gibt natürlich bessere Möbel dafür, aber hey, sei es drum. Das ist mir jetzt Wumpe. Also ich würde sagen, es steht ein bisschen schräg. Müsstest es ein Ticken auf die Seite. Probier mal einfach irgendeine Seite. Ist mir egal welche. Ne, es war doch die andere. Entschuldigung. Ja, so in die Richtung. Siehst ja meinen Stream, ne? Also von daher. Da. Schön. Schön. Das sieht gut aus. Ich würde glattweg sagen, das lassen wir so, oder? Achso, meinst du? Ja gut. Wenn du das von deiner Seite. Du siehst das von deiner Seite besser, ne? Ja, doch. Ja doch, ich glaube, hast recht. So, jetzt würden wir jetzt beide gleichzeitig auf Platzieren drücken. Moment. Niesen. So. 1, 2, 3. Okay, das sieht. Oh, geil. Oh, das sieht geil aus. Das hier fällt mir. Das hier fällt mir. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als das hier, weil da haben wir jetzt schon ein bisschen geübt, ne? Also das hat was. Vor allen Dingen haben sie es ja jetzt so gemacht. Vorher war es nicht der Fall, dass man sehen konnte, was der andere tut, ne? Man hat ja nicht gesehen, wo sozusagen das Geistermöbelstück ist. Das haben sie ja jetzt geändert anscheinend. Also, jo. Man kann zu zweit jetzt bosseln. Es ist natürlich die Frage, ob man das Ding auch nutzen kann, ne? Das ist jetzt natürlich. Jetzt probieren wir. So viel zum Video. Wir probieren es jetzt einfach nochmal aus. Das wird jetzt ein bisschen Gefummelei, ne? Weil ich habe ja Ansprüche und so. Bis gleich.